Schön, dass Sie da sind, dass Sie diesen Mann kennenlernen, der vor 20 Jahren die Marke Pro Klima entwickelt hat und damit auch die Baukultur verändert hat. Und ein Motto von dir und Pro Klima ist ja, einfach machen. Und als ich so dieses Thema, ich kenne ja das Thema einfach machen, dass das auch eine Philosophie vom Uwe Bartholomä ist. Und ich kann Ihnen sagen, das wird jetzt interessant für Sie, weil Sie werden jetzt erfahren, warum Sie vielleicht auch einfach machen sollten und warum Sie das erfolgreich macht. Dann bitte, Uwe Bartholomä. Ja, besten Dank. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier so, also überraschend hier, dass wir das jetzt hier auch wirklich so hingekriegt haben, ja, das Ganze. Und ich möchte zum Einstieg zum Thema einfach ein paar Worte Ihnen mitgeben, auf den Weg geben. Was kann das sein? Und einfach machen, aus meiner Erfahrung heraus, als wir damals, also das war jetzt über 30 Jahre her, wo man angefangen hat, wir müssen etwas anders machen. Wir haben eine Idee gehabt und offiziell durften wir das gar nicht machen, weil von der rechtlichen Seite her durften wir eigentlich gar nicht so bauen, wie wir bauen wollten. Also musste man was entwickeln und musste man einfach machen. Und daraus ist dann so ein bisschen eine Philosophie entstanden, die ich zeigen möchte. Und zwar das Thema, warum wollen wir denn einfach was machen? Und da habe ich das Thema Qualität. Und das Thema Qualität heißt, wir müssen die Produktqualität entwickeln. Das war damals das Thema. Wir waren nicht zufrieden mit den Produkten, die es auf dem Markt gegeben hat. Und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir mal schauen, was gibt es. Und daraus ist dann so die Idee entstanden, okay, ja, wir haben erstmal natürlich dann geschaut, wie ist das Material, inhaltlich, Lehm ist gesund und wir haben uns rein auf das Material konzentriert. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann, dass wir uns dann überlegt haben, ja, also wenn man jetzt eine Haushülle, ein Haus baut, es geht um den Effekt. Und der Effekt, da geht es darum, dass der Mensch, der in diesem Haus lebt oder der an seinem Arbeitsplatz eben ist, dass der in einem gesunden Umfeld, in einem gesunden Wohnraum, einem gesunden Arbeitsraum arbeiten kann, leben kann. Und das war so das zentrale Thema, wo wir dann auch natürlich darum nicht herumgekommen sind, wie ist denn die Funktion? Und die Funktion im Bereich von einer Haushülle, die ist natürlich sehr kompliziert. Wir haben es mit Wasser und mit Wind zu tun, mit Luft, also das lebt ja alles richtig. Ja? Und das war dann eben das Thema, wo wir uns auf die Ökoeffektivität drauf konzentriert haben. Welchen Effekt können wir tatsächlich erzielen mit unserer Arbeit, die wir da uns vorgenommen haben. Wir wussten damals noch nicht, wo das hinführt. Wir hatten Ideen, aber heute, nach so vielen Jahren, können wir sagen, das hat sich auch sehr stark durchgesetzt und das freut uns natürlich. Thema einfach. Ja, wir wollen perfekt sein. Wer von Ihnen möchte eine perfekte Arbeit abliefern, wenn Sie Architekt sind, wenn Sie Verarbeitungsbetrieb sind, wenn Sie Handel sind? Ich mache jetzt mal eine Probe. Wer ist dafür, dass wir perfekte Leistung bringen? Ah, das freut mich, dass wir so wirklich zielgerichtet jetzt an einem Thema arbeiten. Ja, wir wollen perfekt sein. Viele von Ihnen haben schon jahrelang zu tun mit Bauen, mit Planung. Ist es manchmal kompliziert auf der Baustelle? Oh. Also auch hier die Frage, wer denkt, dass Bauen heute kompliziert ist? Okay, da sind wir uns auch ziemlich einig. So, und jetzt komme ich und sage, wir müssen es einfach machen. Geht das? Ja. Ich denke, es geht. Also daran arbeite ich seit vielen Jahren. Unser Ziel ist, dass wir wirklich einfache Lösungen hinbekommen. Aber um etwas erstmal perfekt zu machen, haben wir eine Situation, das ist, erstmal ist es kompliziert. Kennt jeder, ja?
wenn man sich hinsetzt und sagt, wir gehen jetzt in die Planung, wir gehen jetzt in die Ausführung, dann man kann schon fast sagen, es mutiert ein bisschen. Ja? Und das muss man da dann wieder zusammenbringen. Ja? Also wenn man zum Beispiel, man kriegt einen Auftrag, jetzt muss ich ein Gebäude planen, da gibt es ja Ideen und alles. Ja? Und das Problem ist, das dann wieder zusammenzubringen. Und da haben wir dann eine Aufgabenstellung, wie bringen wir das hin? Und da haben wir immer verschiedene Möglichkeiten. Wie kommen wir, dass wir es einfach hinbekommen, dass es einfach wird? Weil nur wenn wir etwas einfach hinbekommen, dann können wir es auch umsetzen. Das war unsere Erfahrung mit dem Thema Dichtung der Gebäudehülle. Wenn wir die Verarbeiter, die Planer etc., die ganze Baufachwelt informieren, da war das dann immer zu kompliziert. Ja, erstmal die ganze Bauphysik und dann die ganze Technik und. Ja, aber wenn ich auf die Baustelle gehe, dann muss ich das schnell und einfach hinbekommen, dass das Gebäude zum Beispiel von innen luftdicht ist oder von außen eben winddicht. Ich habe es mal genannt, Eleganz der Lösung. Also wir suchen eine Lösung, die einfach ist, die passend ist, die elegant ist. Also, jetzt haben wir zwei Richtungen. Einmal haben wir die Richtung, wie elegant ist meine Lösung? Und das zweite ist, wie kompliziert ist sie? So, ich habe also zwei Richtungen, in die ich gehen kann. Ich kann es einfach machen und nicht sehr elegant. Das passiert häufig in allen Bereichen. Das hat nichts nur was mit dem Bauen zu tun. Ne? Das hat auch, wenn Sie zum Beispiel heute zu einer Werbeagentur gehen, haben Sie es auch oft das Thema, naja, es wird halt schnell gemacht. Ja? Man sagt ja, man hat keine Zeit und man darf mehr, nee, für den Kunden darf ich bloß 2 Stunden brauchen fürs Logo machen. Ne? Und dann wird dann irgendwas gemacht. Was habe ich dann für ein Ergebnis? Naja, ist vielleicht gut genug. Ne? Und Sie können schon, wenn Sie mal sehen, in welche Richtung das gehen kann, das meiste Thema geht in die Richtung. Schnell irgendwie was machen. Hauptsache fertig. Und wenn es ganz toll läuft, dann ist es dumm einfach, nenne ich das. Und das ist genau das, wo wir nicht hinwollen. Wir wollen diese Kompliziertheit, diese perfekte Gebäudehülle, oder das perfekte Bauen, das, was wir anstreben, dass wir wirklich wohngesunde Wohnräume haben, dass wir bauschadensfrei bauen, dass wir energieeffizient bauen. Das wollen wir hinbekommen, dass es smart ist und in die andere Richtung gehen. Dann haben wir schon den ersten Step geschafft. Und das ist so die Philosophie, mit der wir versuchen, die Lösungen dann zu vereinfachen und dann aber mit einer hohen Qualität auf den Boden zu bringen. Und das Ziel ist, dass wir es genial einfach machen. Und genial einfach bedeutet aber, dass es ziemlich Arbeit bedeutet. Und daran arbeiten wir eben auch schon seit vielen Jahren. Und das ist auch meine Empfehlung, wenn man selbst etwas plant, dass man sich immer in diese Richtung bewegt und versucht, dass wir genial einfach die Sache hinbekommen. Das ist so eine kleine Idee, die ich Ihnen für diese Tagung mit auf den Weg geben möchte, nämlich zu überlegen, okay, wenn hier jetzt dann die Fachvorträge und diese Dinge dann bei uns ablaufen, ist es oftmals kompliziert. Also, wir müssen es in unseren Alltag überführen können. Insoweit meine kurze Einführung, meine kurze Idee, Ihnen das nahezubringen, machen es genial einfach. Dankeschön.